Hallo zusammen, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ich habe es endlich geschafft, mache meinen ersten Ansitz von diesem Jahr. Jetzt bin ich kurz an den Angelplatz hingelaufen, zum Schauen, ob er frei ist, weil ich habe noch eine kleine Hürde vor mir, bevor ich es abladen kann, weil, wie ihr im Hintergrund seht, der Tommel steht noch da oben, aber ich muss über die ganzen Steine hier drüber hüpfen. Deshalb bin ich lieber zuerst mal hingegangen, zum Schauen, ob er frei ist, bevor ich mir das alles antun und alles wieder zurücktragen kann. Durch meinen Erfolg vom letzten Mal bin ich vielversprechend, bin jetzt in einen anderen Abschnitt gegangen, werde da jetzt mal mein Glück probieren. Mal schauen, ob ich hier den ersten Fisch über die Nacht fangen kann oder ob ich vor dem Tag schon was fangen kann. Und ich würde sagen, ich lade jetzt mal mein ganzes Zeug auf, trage es mal über die Steine drüber. Wenn alles mal fix fertig aufgebaut ist, meine Routen noch ausgelegt sind, melde ich mich einfach nochmal bei euch. Bis später. Nach langem Hin und Her liegen die Routen jetzt endlich. Hab den Platz gewechselt. Den Platz vorhin, wo ich die Routen ausgeworfen habe. Der Platz war super, aber er ist so eine kleine Schneise und es weht so ein leichter Wind. Und ich muss sagen, der Wind hat da eingeschlagen, viel stärker eingeschlagen, weil es da so wie eine Rampe hochging. Und das war teilweise unangenehm, da zu sitzen. Deshalb habe ich einfach kurzerhand beschlossen, ich wechsle mal kurz den Platz. Bin jetzt wieder auf den Herbstplatz gegangen, wo ich im Herbst zwei schöne Fische gefangen habe. Allerdings fische ich da jetzt auf Sandboden, nicht auf dem Kiesboden, wie ich im Herbst gefischt habe. Und deshalb mache ich das einfach, weil ich denke, man ist wie bei uns selber, wenn wir jetzt auf dem Beton sitzen würden oder auf kühle Oberfläche, dann kommt einfach die kalte Temperatur hoch. Und ich denke, ich soll da die Fische auch im Winter von den Kiesfeldern ein bisschen fernhalten. Deshalb fische ich da jetzt eine Route, beide Routen besser gesagt, auf dem Sand. Eine auf Blueback, ein PV-Sack dazu, eine einfach ein Spinner-Rig wieder dazu, einfach ein paar Meter daneben. Weil im Winter halte ich meine Routen eher kompakt zusammen, anstatt weit voneinander getrennt. Weil ich arbeite hier im Winter nicht mit Futter, ich angle eine Route Single Hookbait und eine einfach im PV-Sack. Und jetzt werdet ihr sehen, jetzt werde ich auch noch ein, zwei PV-Säcke noch vorbinden, falls ein Fisch läuft oder so, dass ich einfach zack alles wieder einhängen kann und wieder im Rennen bin. Dann werden wir sehen, jetzt werde ich noch mal fürs Essen. Und dann würde ich sagen, ich melde mich hoffentlich bei euch wieder mit dem Fisch oder einfach später, falls es mal dunkel wird. Vorbei. Die Sonne ist gerade untergegangen. Aktivitätmäßig war leider gar nichts. Auch keine Zupfer, gar nichts. Jetzt hoffe ich mal auf die Nacht. Dann habe ich ein paar Stunden am Vormittag noch. Vielleicht geht es noch was aus. Bin mal gespannt. Ich habe von ein paar Freunden und so gehört, dass sie da in anderen Abschnitten ziemlich gut gefangen haben. Darum hoffe ich mal, dass ich hier auch was fangen kann. Aber ich denke auch, jetzt hat es die ganze Woche so schönes Wetter gehabt, dass da einfach die Sonne einfach das Oberflächenwasser ein bisschen schneller erwärmt. Dass alle Fische eher ein bisschen das Flache aufsuchen, um sich da einfach in der Sonne ein bisschen zu wärmen. Ich werde danach mal gemütlich was Abendessen und mal schauen, was in der Nacht so kommt. Dann würde ich sagen, entweder sehen wir uns in der Nacht mit dem Fisch oder wir sehen uns morgen früh wieder. I'm
switch sides, like even when I die. Ich hatte nur einen Lauf in der Nacht, aber seht euch mal diesen Brocken an. Eine Maschine vom Schuppenkarpfen. Mein Gefühl hatte doch recht, der Sandplatz ist besser wie der Kiesplatz. 16,5 Kilo wiegt dieses Drum. Bin so happy, da ist mein persönlicher PB in diesem Abschnitt hier. So, nochmal guten Morgen allerseits. Ich habe mir jetzt mal kurz die Augen ein bisschen weggemacht. Eigentlich sollten Karpfenhänger-Angler ja nicht über Nacht so gut schlafen. Nein, Spaß beiseite. Ich bin mega happy. Der Fisch ist mein persönlicher PB in diesem Abschnitt hier. Der lag bei mir so bei 15 Kilo. Jetzt habe ich nochmal 1,5 Kilo hochgeschraubt. Ich bin mega happy. Er hat auch so ein bisschen was Totonartiges an sich gehabt, was mir auch sehr gefallen hat. Meine Intuition hat recht gehabt, dass die Fische sich eher da auf dem Sandplatz aufhalten und dort auch fressen, als wie auf den Kiesfeldern. Deshalb habe ich auch auf den Sandfeldern gefischt. Und mit Erfolg, wie ihr gesehen habt, da kam so eine ganz früh, also kurz vor hell geworden ist, da war die Kamera noch nicht draußen, also deshalb konnte er den Biss nicht aufnehmen, weil der ist auch voll abgezogen. Jetzt habe ich, muss ich dann noch zur Arbeit, aber jetzt habe ich dieses Wochenende, das Wochenende, wo ich vorhab, oh, und das piepst, habe noch zwei Nächte Zeit zum Angeln gehen. Bin mal gespannt, ich bin sehr motiviert. Jetzt habe ich letztes Mal gefischt, habe zwei Fische gefangen und heute habe ich einen schönen Fisch gefangen. Okay, ich muss dazugeben, das Wetter war in der letzten Zeit auch sehr, sehr warm und sonnig. Die Fische sind einfach ein bisschen aktiver geworden, das spürt man auch. Weil sonst fängt man im März meistens, wenn die Temperaturen noch nicht sehr warm sind, nicht allzu gut. Aber ich bin motiviert und motiviert fürs Wochenende. Aber das heißt, zuerst noch arbeiten gehen. In dem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden von dem Video. Ich muss dann noch das ganze Zeug zusammenpacken. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht und ihr konntet vielleicht was mitnehmen. Abonniert doch gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr meine neuesten Videos nicht, die ich dann in Zukunft hochladen werde. Auch von meinen zwei Nächten, die ich jetzt unterwegs sein werde. Ich wünsche euch allen einen schönen Wochenstart. Und die, wo am Wasser sind, wünsche ich Tight Lines und ganz viele schöne Karpfen. Geht's raus, fangt eure Winterkarpfen. Bevor dann der Frühling anfängt und dann alle Fische wach sind, könnt ihr vielleicht den einen oder anderen noch dick noch abgreifen, so wie ich. Also, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Euer Just Fishing!